Der Leierhof hat uns einfach sehr gut gefallen. Es soll eigentlich hier etwas entstehen, was nachhaltig ist. Mir geht es darum, Kräuter kennenzulernen, Produkte zu machen, Kräuter zu ernten. Und meine Wiesen sind ja wilde Wiesen, die sind nicht kultiviert. Und das ist ja extrem spannend. Der Gedanke der Nachhaltigkeit für die kommenden Generationen ist natürlich der Ursprungsgedanke gewesen. Und ich merke, wenn die Enkelkinder hier sind, welchen Kontakt sie zur Natur haben, zu den Tieren haben. Es ist schon sehr schön und sehr wichtig. Was mich von der Technologie wirklich fasziniert, ist, dass ich die Möglichkeit habe, hier am Leierhof, am Berg, meinen Job zu machen als Editorin von einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Das Zuhause ist natürlich sehr wichtig, da gehört das Internet dazu, muss ich einfach gestehen. Also wenn ich irgendwo offline wäre, ist vielleicht auch ganz nett für eine kurze Zeit, aber im Prinzip möchte ich gern diese weltweite Vernetzung. Ich bin sehr zukunftsorientiert, aber die Zukunft steht nicht fest. Wir müssen sie gestalten. Die Evolution wird sich nicht um unser Überleben kümmern. Und ohne Technologie ginge das gar nicht. Und ich weiß nicht, wo es hingeht und ich möchte auch nicht festlegen, wo es hingeht. Ich lasse es sich entwickeln. Das Leben ist in Bewegung. Sobald etwas nicht mehr in Bewegung ist, kommt man ins Chaos. Man verliert praktisch die Ordnung und verliert die Struktur. Ohne Veränderungen gibt es kein Leben. Es wird alles schnelllebiger. Aber ich mag das Schnelllebige.